Freunde, die Duplizierer haben tatsächlich eine Methode gefunden, Items noch zu verstecken. Das haben wir jetzt aber rausgefunden und deswegen haben wir einige neue Duplizierer-Lager entdeckt. Wir werden heute ein bisschen was durchgehen. Es sind insgesamt, glaube ich, über 100 Lager, die entdeckt wurden. Wir machen heute so viel wie geht davon in dieser Folge. Mit dabei ist natürlich hier der Mann mit den wunderschönen grünen Flügeln. Hey ho! Der Weihnachts-Rypex. Was geht ab, du kleiner Elf? Ich bin Weihnachts-Rypex. Genau. Ja, ich bin Weihnachts-Rypex. Genau. Darf der Kevin spielen kommen? Nein. Okay, super. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, Freunde. Ich fange einfach an mit der ersten Zahl. Ja, ich glaube, die 2895, gehen wir da mal hin. Mal gucken, was da los ist. Jo, das okay. Ist das erste auf CB9, was gemeldet wurde. Und ich glaube aber, das sieht mir relativ safe aus. Also das ist... Das ist dupliziert. Das ist dupliziert, warum? Hier ist doch alles normal, hier ist doch... Ich bin übrigens woanders irgendwie. Also nee, warte mal, hier nee, unten ist das doch. Nee, ich doch. Abge doch. Ich bin im Keller gelandet. Nein, wir müssen hier hören. Ich bin im Keller gelandet, ich weiß, wo du, warte mal, ich geh nochmal dahin. Nicht. Also es war auf jeden Fall hier, aber es ist weg. Okay, also wenn es weg ist, okay. Guck da vielleicht nochmal ein bisschen rein, ob da noch irgendwas ist, aber ich glaube, hier ist alles sicher. Also hier sehe ich jetzt erstmal nichts, was irgendwie schlecht ist. Briefkasten, ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Ja, okay. Ja, es geht klar, ja. Gut, ich glaube, dann ist das hier nix. Dann würde ich sagen, sag du mal den zweiten an, dann gehen wir direkt zum nächsten. Wir machen es heute richtig schnell, weil es gibt ganz viele Lager und wir wollen natürlich so viel wie möglich euch zeigen. Und ganz wichtig, ich denke auch, dass es der Wirtschaftskultur, das heißt, die Preise müssen weiter steigen. Das ist super. Hast du eine Zahl? 2717. 2717, okay, auf CB5. Da bin ich dann aber gespannt. Oh, okay, da haben wir tatsächlich einen Trichter stehen. Oh, ein leerer Trichter. Ja. Kann aber noch nicht reingucken. Ja, hier ist, bei mir ist, ist der leer? Ja, der ist leer. Okay, also ich sehe das noch nicht. Ich kann das Grundstück aber mal aushöhlen. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass wir was finden, weil wir hatten vorhin schon ein bisschen durchgeguckt und wir hatten ein echt krasses Lager gefunden. Das werden wir euch natürlich dann auch noch zeigen, wenn das dran kommt. Ich hebe hier gerade mal alles aus, Rypex. Warte mal, eben schnell gucken. Also es gibt hier diesen Block nee, und es gibt... Das war's, ne? Okay. Ja, das heißt, der hier ist anscheinend schon wieder umgezogen, der Duper. Toxic Lizard, also wenn wir den nochmal sehen. Vertraut sind alle. Oh, das heißt, das war auf jeden Fall wahrscheinlich ein Duplizierer-Lager. Ah, okay. Deswegen lösche ich das jetzt auf das ganze Grundstück. Also hier ist irgendwas passiert, aber er ist schon wieder abgehauen. Den können wir leider heute nicht fassen. Machen wir am besten den nächsten. Nehmen wir 2581, okay? Ab zu 2581. 2581, okay, da bin ich mal gespannt. Oh, wir sind wieder in irgendeinem Shop. Ich glaube, dann ist das hier wahrscheinlich auch wieder alles lettet. Ja, das sieht mir eigentlich ganz gut aus. Ich gehe nochmal eben dahin. Okay. Wir können... Ja, okay, das sieht alles ganz... Oh, warte mal, hier hat die einfach 6 Spawner. Ja. Der hat hier, also gesetzte Spawner, 6-mal scharf. Ach hier so, ist eine Farm. Okay, das ist natürlich interessant, aber ich glaube trotzdem, es lettet. Ja, 6 Spawner, ja, doch in so einer Ding ist es geht. Ah gut, dann gehen wir zum nächsten, Freunde. Weiter geht's, wir machen richtig Speedy. Er hat auch gemerged alles, das passt dann auf jeden Fall. 2542. 2542. Okay, zack, zum nächsten. Wir sind auf CB21, neuer CB und wir sind auf einem Grundstück. Ist hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt gerade nichts. Soll ich hebe es mal eben wieder aus, ja, damit wir das hier direkt sehen. Oh, da habe ich schon was gesehen. Wir haben eine Truhe mit nichts drin. Aber leider nichts drin. Ah, verdammt nochmal, wem gehört das denn jetzt? Fers. Das ist. Ah, verdammt. Hat der irgendwas in der Ender-Chest? Ich guck mal ganz schnell rein. Fers 301. Also irgendwie. Irgendwie haben wir gerade ein bisschen Pech. Also eigentlich hätten wir schon lange was finden müssen. Das sind jetzt die neuesten gemeldeten Grundstücke. Aber irgendwie haben die hier... Na, ich weiß nicht. Ich lösche das auf jeden Fall auch. Aber Rypex, ich glaube, ich habe jetzt ein Lager gefunden. Wir sind bei der nächsten spannenden Zahl. Die hat einen ganz kleinen Wert, aber davon gibt es ganz viele Einträge. Komm mal auf CB Evil, bitte. Okay. Ja, moin. Wie hast du die mit Evil? Ich hole dich mal her. Das sieht mir voll nach einem Lager aus. Guck mal hier. Das ist so ein... Oh, okay. Da sind ganz viele... Ja, deswegen sind die Zahlen auch so klein überall. Oh, okay. Aber hier fehlen Trichter. Hier wird schon wieder irgendwas abgebaut oder nie gesetzt. Was haben wir hier? Bunker-Main-Account von wertvollen Items zum Schutz vor Griefer. Okay, es ist anscheinend ein Bunker, also anscheinend Legend, sagt der Spieler. Wem gehört denn das Ganze hier? Von The King Joker. Gucken wir am besten mal direkt hier rein. Was ist denn da drin? Hier ist nichts drin. Zwei Spawner? Überall sind Spawner drin. Oh, Leute. Nochmal zwei Spawner? Okay. Warte mal, also 4 Spawner habe ich schon gefunden, das könnte noch alles gut sein. Hier ist jetzt nichts drin, was haben wir denn noch so hier? Da vorne sind noch welche. Ja moin, einfach 64er Stacks Beacons. Alles klar, hier sind voll viele Beacons, also warte richtig mal ganz kurz. Beacons. Wenn wir die Beacons zusammenrechnen, sind das... Alter, sind das viele Beacons. 4, das 5, ist ja 6, übel viel, 8, also der 9, hat hier locker eine Truhe 5, voll oder so. 12. Warte mal, ich guck mal weiter hier. Ne, da wieder Beacon. Wer baut denn so ein komisches Lager unter der Erde? Alles voller Beacons hier mit Trichtern. Das ist doch bestimmt dupliziert. Was würdest du sagen?
Es sind 34 Stacks. 435, 36, 37, 38. Ich guck mal gerade. Hier ist sogar was drauf gebaut. Oben. Hier ist so, das sieht so ein bisschen aus, meine Villa, als wäre das so zu Show. Es sind 62 Stacks. 62 Stacks Beacons und auch nochmal irgendwie 10 Spawner oder so, ne? Die hier versteckt waren. Hier. Ja, hier sind 4 und da vorne waren ja auch noch welche. Oder? Warte mal, es gab doch noch andere Spawner. Nee. Ach, da der Rest sind Beacons. Spawner. Oh je, ich check mal kurz den Account, mal gucken, was da los ist. Okay, also man kann jetzt wirklich nicht entdecken, ob der Dupe, Freunde. Es sieht aber super seltsam aus. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Ich mache erstmal Folgendes, damit hier jetzt keine Scheiße passiert, werde ich erstmal das Grundstück an mich nehmen. Das heißt, hier kann jetzt keiner mehr dran. Ich banne auch alle vom Grundstück. Und der Spieler kann sich dann bei mir melden und ihr schreibt bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Weil ich finde, so ein komisches Lager hier, also der Bunker hier unten, mit so einer komischen Lagerung in so Trichtern, was immer Duplizierer machen, also das machen ganz viele Cheater. Und dann auch noch dieses Fake-Haus hier oben, diese Villa, versteht ihr? Also das ist ja schon sehr seltsam. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Sollen wir das löschen? Sollen wir den bannen? Schreibt bitte rein. Wir gehen jetzt zum nächsten Mal, gucken, was wir noch so auf der Liste haben. Die nächste Zahl ist 181 Wipex. Gehen wir da mal hin. Oh, es ist auch auf Evil am Start. Ich hole mir gerade mal eine Fackel. Mal gucken, was hier abgeht. Hallo. Oh, wir haben wieder einen Trichter unter der Erde, Wipex. Sehr schön. Mit 64 Endportalrand diesmal. Ich hole dich her, warte. Oh, okay. Das sieht mir aber verdächtig ähnlich zu dem Lager von davor aus. Warte mal, guck mal. Das ist der gleiche hier. Ich gucke mal nach PI. Live for Trade ist das jetzt. Da sind auch alle gebannt. Verbotene Evil. 10 Spawner? 5 Spawner, 10 Spawner, 10, 10. Ja, moin. Ich glaube, hier müssen wir nicht über viel diskutieren. Leute. Guck mal, hier steht sogar 10er Reihe und hier ist wirklich dann alles voller 10 Spawner und da steht 5er Reihe. Der hat das schon vorsortiert, damit das wahrscheinlich bei eBay verkaufen kann oder so. Aber Alter. Hier war doch locker mal mehr abgelaufen. Siehst du diese Löcher im Boden? Ja, die Eier hier zum Beispiel sind einfach weg, ne? Hier sind noch 3 Stück. Ja, und hier sind auch in der Reihe fehlen halt welche. Also. Hier wir das ist dann mal was aussuchen? Da sind aber nur noch 3 Stück drin. Ich höre das Grundstück gerade mal aus hier. Ich will mal gucken, ob da noch irgendwas ist, weil das ist ja auf jeden Fall dupliziert hier von Life for Trade. Den bannen wir auch jetzt in dieser Folge auf jeden Fall, weil das geht natürlich gar nicht, Freunde. Ich höre das mal eben aus hier. So, was haben wir denn da? Okay, es gibt ganz sicher nur diese Sachen, die wir auch gesehen haben. Da ist nichts versteckt oder so. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Der Life for Trade ist auf jeden Fall ein kleiner Duplizierer. Du bist gebannt, mein Freund. Wir sehen uns auf dem Server hier nicht mehr wieder. Und dieses Grundstück hier kann schon mal resettet werden. Ja, das sind halt 60 Spawner. Ja, das ist komplett. Das geht gar nicht. 60 Spawner. Gucken wir, was der noch für Grundstücke hat. Oh, er hat noch ein Grundstück. Guck mal hier. So ein komisches kleines Haus. Das ist, glaube ich, sogar in der Nähe. Was haben wir hier drin? Hallo? Ist hier irgendwas? Nee, hier ist gar nichts. Warte, das höre ich auch mal eben aus, Freunde. So, haben wir hier irgendwas? Achso, das ist übrigens direkt nebenan, also direkt diagonal gegenüber. Okay, ich sehe jetzt hier. Nee, ich glaube, das ist, glaube ich, nur zum Schein. Also hier wurde nichts versteckt. Gucken wir mal weiter, was. Oh, sorry, Wipex, dass ich immer sterben lasse, Mann. Alles gut. Gucken wir direkt mal weiter. Ich höre direkt mal das nächste aus hier vorne, weil hier ist noch eins. Wieder direkt daneben. So, und wir haben wieder gar nichts. Okay, das heißt, hier ist auch nichts, kann auch gelöscht werden. Hat der Life for Trade denn noch. Ne, hat keine. Ich guck mal eben, ob der noch Grundstücke hat, Wipex, auf anderen Servern. Es gibt anscheinend noch ein Grundstück hier auf Nature, Wipex. Das gucke ich mir gerade mal an. Mal gucken, ob da irgendwas noch ist. Das ist hier. Auf Nature ist es zwar ein bisschen schwieriger zu erkennen. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts versteckt. Ich sehe da jetzt direkt kein Lager. Deswegen werde ich das hier auch einfach löschen, damit wir auch wirklich sicher sind, dass der nichts mehr vertraut. Mein Zoom, okay. Das müssen wir gleich mal in Ruhe angucken, Freunde. Interessant. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Da ist ein Typ getrustet. Mais, weißt du? Ah, da hat er was damit zu tun. Das gucke ich mal in Ruhe an. Das ist sehr interessant. So, Freunde, einen spannenden Eintrag haben wir noch für diese Folge. Und zwar die Nummer 129 in der Dublist. Da gehen wir jetzt auch mal direkt hin. Wow, die ist auch sehr, sehr spannend, weil die wurde schon öfter. Also, da gibt es einige Meldungen vom System. Klar, wo bin ich hier? Ich bin einfach hinter dieser Wand. Warte mal, was? Hier ist so ein riesen Lager, sehe ich gerade. Hö? Warte mal. Das ist da irgendwie. Warte mal, woanders? Ach, hier. Guck mal, hier sind so Trichter. Ich hatte gerade Trichter gesehen. Warte, wo sind denn die jetzt hin? Da waren noch gerade irgendwo Trichter. Oder habe ich mich jetzt gerade vertan? Waren hier nicht irgendwo gerade Trichter? Gesehen. Ich gehe nochmal genau zu der Nummer hin. Ah, hier ist bei 129, oder? Ja, ja, aber hier ist, ich sehe dich auch, hier ist aber nichts mehr, ne? Ist hier, nee, die Trichter sind weg. Nee. Ich dachte, das sind noch Trichter. Nee, hier ist auch gar nichts mehr in dem doch, hier ist noch was drin. Aber ich habe noch weitere Zahlen von dem. Nicht. Also, es gibt auch noch die 301, da können wir auch mal hingehen. Die wurde auch gemeldet, das ist diese. Oh. Okay. Okay, der hat einiges hier in der Truhe. Das sind sogar 2,5 Stacks Dragon Eggs. Das ist, wow, Alter. Was ist denn das wert, 2,5 Stacks Dragon Eggs? Das ist ja mal übertrieben viel, Freunde.
Das sind einfach 160 Eier. Die sind ja locker. Das ist hier. Das ist eine Million wert. Also, kann durchaus sein, dass ich. Also machen wir jetzt nichts. Das sind wirklich viele. Alter Schwede. Okay, der hat noch eine dritte Zahl. Und zwar die 302. Ja, das ist, glaube ich, nur die andere Truhenseite. Interessant. Ich glaube, das ist einfach okay. Reich, Wipex. Also, Slack, Grüße gehen raus an dich. Du bist anscheinend einfach reich. Das war auch der letzte für diese Folge, Freunde. Wir haben einiges Spannendes wieder gefunden, einige Spawner rausgenommen aus der Wirtschaft. Da wird der Preis hoffentlich wieder steigen und ihr freut euch alle. Aber wir haben auch das System insgesamt ein bisschen verbessert. Das heißt, wir finden bald wahrscheinlich noch mehr Lager. Das heißt, wenn ihr wieder eine Folge sehen wollt, da haben wir wahrscheinlich wieder spannende Lager gefunden. Gebt einen Daumen nach oben und dann lade ich natürlich wieder hoch hier mit Rypex zusammen. Habt jetzt noch einen richtig schönen Tag. Checkt auch gerne Rypex ab. Haut rein. Bis dann und tschüss.